Du hast dir ein großes Ziel gesetzt. Vielleicht willst du eine Firma gründen oder erweitern und bist noch ein wenig unsicher. Nun, dann kann das an den gefährlichsten Worten in der deutschen Sprache liegen. Und ich zeige dir heute, wie du damit aufräumst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern auch zertifizierter Professional Coach, Mediator, Trainer und Rhetoriker. Und deshalb weiß ich, wie wichtig die Sprache ist, wie relevant die Sprache ist, dass du überhaupt deine Ziele erreichen kannst. Und hier gibt es ganz große Fehler, die viele Menschen machen. Und ich werde dir ein wenig Einblick schaffen, wie du die gefährlichsten Worte aus deiner Sprache verbannst, beziehungsweise richtig zu deinem Vorteil einsetzt. Das erste gefährliche Wort ist das Wort Sein. Denn wenn du mit anderen Menschen über deine Ideen und Projekte und Vorhaben sprichst, dann gibt es die eine Gruppe, die sagt, das ist möglich. Und die anderen sagen, das ist unmöglich. Und immer wenn du es hörst, dass andere Menschen sagen, das ist unmöglich, dann infizierst du auch dein Unterbewusstsein. Und je häufiger du das hörst, das ist unmöglich oder du bist dafür nicht geeignet, dann wirst du immer mehr diese Gedanken auch in deinem Unterbewusstsein drehen, Zweifel bekommen und zuletzt selbst vielleicht am Ziel zweifeln und damit einfach aufhören, bevor du richtig begonnen hast. Das zweite gefährliche Wort ist das Wort gehen. Wenn du mit deinem Geschäftsmodell, mit deiner Idee oder dem Standort zu anderen Menschen hingehst und fragst, was sie dazu denken, dann werden die einen sagen, das geht und die anderen werden sagen, das geht nicht. Und beide werden dir möglicherweise auch Gründe liefern mit dem sogenannten Wort weil. Das geht nicht, weil wir schlechte Zeiten haben, weil wir eine Wirtschaftskrise haben, weil jetzt gerade Winter ist. Das geht nicht, weil du es bisher noch nicht gemacht hast. Also auch hier sind sehr gefährliche Sätze konstruiert, die sich auch in deinem Unterbewusstsein niederlassen können. Und wenn du die ungeprüft übernimmst, also dich infizierst, dann wirst du wiederum anfangen zu zweifeln und vielleicht deinen Vorhaben aufgeben. Die dritte gefährliche Wortgruppe sind die drei Worte müssen, sollen und dürfen. Denn wenn jemand mit dir so redet, du musst erstmal eine Ausbildung machen, du sollst deine Ziele nicht zu groß setzen, du darfst nicht zu viel Geld verdienen, weil andere dann weniger haben. Wenn jemand mit dir so spricht, dann sind da Regeln dahinter, die vielleicht von der anderen Person nur gewählt worden sind, um dich klein zu halten oder um sich selbst zu rechtfertigen, dass er nicht selbst bereit war, den Preis zu bezahlen, große Projekte umzusetzen. Also immer wenn du müssen, sollen und dürfen hörst, dann gelten diese Regeln für die Menschen, der dir das erzählen will. Aber die Frage ist, ob du dich auch dafür entscheiden willst. Das vierte gefährliche Wort ist das Wort können. Es gibt Menschen, die sagen von sich selbst oder von dir, das kann ich nicht, das kannst du nicht. Oder die Steigerung sogar, ich kann das nicht, weil ich das noch nie gemacht habe. Tatsache ist aber, dass alles ein Mensch noch nicht gemacht hat, noch nicht konnte. Auch du konntest irgendwann mal nicht auf zwei Beinen gehen. Du konntest irgendwann mal nicht mit Messer und Gabeln umgehen. Du konntest einmal nicht die deutsche Sprache. Aber heute kannst du sie. Das Problem ist nur, wenn du dich damit infizierst, ich kann das nicht, weil ich es noch nicht gemacht habe, oder ich kann das nicht, weil ich ein Mann oder eine Frau oder ein Ossi oder ein Wessi oder ein Deutscher oder ein Ausländer bin. Wenn du dich damit infizierst, dann stoppst du in dem Moment die Suche nach dem Wissen, nach dem Know-how, nach den Informationen und Methoden. Und du kannst das dann deshalb immer noch nicht, weil du dir selbst gesagt hast, ich kann das nicht. Was diese Worte nun so gefährlich macht, ist, dass sie gewisse Zusammenhänge abbilden. Und die können richtig sein, die können aber auch falsch sein. Es kann also richtig sein, dass wenn du zum Kühlschrank gehst und etwas Gelbes drin findest, dass das vermutlich was zum Essen ist und dass wenn du das isst, dass du länger lebst. Aber wenn du solche Zusammenhänge abbildest, weil deine Eltern erfolglos sind, kannst du nicht erfolgreich werden. Wenn du diesen Zusammenhang bei dir irgendwo im Unterbewusstsein abgespeichert hast, dann hast du einen Feind in dir selbst. Die zweite große Gefahr, die aus diesen Worten lauert und resultiert, ist die Frage, was ist die Ursache für eine bestimmte Wirkung? Viele Menschen zum Beispiel glauben, dass die Ursache für Erfolg Glück sei. Dass man einfach Glück haben muss im Leben, wie das Ausfüllen eines Lottoscheins. Und dann kommt die Lottofee und zieht einen, hat man Glück gehabt und ist erfolgreich und Millionär. Tatsache ist aber, dass kein Sportler, der auf der Stufe Nummer 1 steht bei der Siegerehrung, Glück gehabt hat, sondern wenn du ihn danach fragst, was die Ursache ist, dann wird er dir einen jahrelangen Trainingsplan zeigen, einen jahrelangen Ernährungsplan und gute Trainer, die ihm dabei geholfen haben, das umzusetzen. Das gleiche wird ein Musiker machen. Der wird dir die letzten 7 oder 10 Jahre seiner musikalischen Ausbildung zeigen und die Anzahl der Stunden in seinem Kalender nachweisen, wo er geübt und geprüft hat und die Lehrer, die ihn immer wieder verbessert haben. Auch ein Unternehmer wird dir immer wieder zeigen, wie Bill Gates, Elon Musk oder andere, Werner von Siemens,
Wenn du denen sagst, sie hätten Glück gehabt, dass sie erfolgreich sind, dann werden auch die dir den Terminkalender zeigen, wie viele Tausende von Gesprächen mit Menschen und Stunden an Arbeit sie investiert haben, wie viele Niederlagen, Pleiten, Pech und Pannen sie überwunden haben, Krisen weitergemacht haben, um schließlich das hervorzubringen, was du heute siehst. Das Dritte, was diese Worte alle machen, dass sie bestimmten Dingen, bestimmten neutralen Informationen und Begriffen eine Bedeutung zuschreiben. Und diese Bedeutung kann richtig sein, muss es aber nicht. Zum Beispiel gibt es Menschen, so auch wie ich früher, die gedacht haben, Geld ist schmutzig. Und je mehr Geld ich habe, desto schmutziger werde ich. Und das ist ein sehr gefährlicher Glaubenssatz, wenn man also irgendetwas negativ infiziert. Denn der persönliche Gefühlszustand, die persönliche Motivation wird dadurch verändert. Das heißt, wenn man sagt, Geld ist schmutzig, da wird man nicht viel Geld verdienen wollen oder Unternehmen aufbauen, die viele Werte produzieren, sondern wird ständig versuchen, das Geld loszuwerden. Tatsache jedoch ist, dass Geld an sich genauso neutral ist wie fast alles andere auch. Denn Geld zeigt in der Regel nur an, wie viel Menschen du dabei geholfen hast, größere Probleme zu lösen. Hast du vielen Menschen geholfen, Probleme zu lösen, wirst du auch mehr Geld verdienen. Hast du Menschen dabei geholfen, größere Probleme als nur kleine Probleme zu lösen, dann wirst du auch mehr Geld verdienen. Und wenn du vielen Menschen geholfen hast, große Probleme zu lösen, dann werden sie sich bei dir bedanken. Die werden dir Feedback geben, die werden einen Leistungstausch eingehen und keine Kürbisse und Kamele oder Muscheln zurückgeben, sondern Geld. Deshalb ist Geld ein Indikator dafür, unter anderem, wie vielen Menschen du geholfen hast, das Leben besser zu gestalten. Zusammengefasst siehst du also, dass du mit diesen Worten deine innere Welt aufbaust, wie du glaubst, wie es da draußen ist. Und die große Herausforderung ist, dass vieles von dem, was hier in deinem Unterbewusstsein abgespeichert ist, ist in einem Zeitalter gekommen, wo du keine Filter hattest. Du konntest als Kind, als Baby dich nicht verschließen. Die Ohren sind immer offen. Und das, was deine Eltern, dein Umfeld in dich reingeredet hat, das geht nicht, das kann man nicht, das schaffst du nicht, du bist zu groß, du bist zu klein, du bist ein Mädchen, du bist ein Junge, Geld ist schmutzig. All das hast du in deinem Unterbewusstsein aufgenommen. Und jedes deiner Worte, jedes deiner Entscheidungen, deine Motivation, die du heute hast, wird dadurch freigesetzt. Wenn du also das Gefühl hast, dass du wenig Selbstwirksamkeit hast, dass du wenig machen kannst, wenn du das Gefühl hast, du stehst morgens auf und bist nicht so motiviert, oder wenn du das Gefühl hast, du glaubst nicht daran, was du vorhast, deine Ziele zu verwirklichen, dann liegt die Ursache selten draußen, die Ursache liegt meistens in dir drin. Jetzt ist natürlich die große Frage nach der Lösung, was kannst du tun? Nun, wenn du dir überlegst, du hast da vielleicht 1.000, 10.000 oder 100.000 solcher Limitationen, solcher negativen Beliefs, also Glaubenssätze, die dich nicht fördern, sondern behindern, die dich limitieren und nicht befreien, dann bist du eingeladen, daran zu arbeiten. In der Selbstreflexion mit dir selbst natürlich oder mit einem Coach, mit einem Mentor. Wenn du den schnellsten oder auch einfach den gründlichsten Weg gehen willst, dann lade ich dich ein, ab sofort alles, was du denkst und glaubst, in Frage zu stellen. Getreu dem Motto, glaube nicht alles, was du denkst. Und überprüfe jeden Gedanken, bevor du ihn vielleicht noch gesprochen hast, danach, ob das die Wahrheit ist, ob das wirklich so ist, dass ich oder du das nicht kannst, dass Geld schmutzig ist oder dass das Mann nicht macht, wer auch immer dieser Mann ist. Überprüfe also alles, was du im inneren Dialog, im Silent Speech, also in den Gesprächen, die du mit dir selbst führst, täglich dir erzählst. Und das, was du dir wirklich erzählst und überprüft hast und der Wahrheit entspricht. Nun, das kannst du drin lassen. Alles andere kommt in die Quarantänestation und wird vielleicht irgendwann abgeschoben. Genauso wichtig ist aber auch, dass du die Kommunikation mit anderen Menschen, mit Medien, mit Kanälen, mit Presse, mit sozialen Medien überprüfst. Dass du jedes Wort, jeden Satz, jede Aussage, jeden Glaubenssatz überprüfst. Ist das, was der mir gerade versucht zu erzählen, wirklich die Wahrheit? Oder gibt es dahinter ein Metaziel? Dein Mitbewerber direkt am Markt, der neben dir auf dem gleichen See mit einem anderen Boot und seiner Angel ins Wasser halten steht und auch die gleichen Fische fangen will, glaubst du, dass der sagt, das ist ein tolles Geschäft, da ist viel zu holen, du hast die beste Angel, mach nur weiter, werde erfolgreich? Natürlich nicht. Viele Menschen haben niedrige Beweggründe, egoistische Beweggründe, die sagen, das geht nicht, das schaffst du nicht, aber nicht, weil es nicht geht oder dass du es schaffen würdest, sondern weil er es selbst schaffen will, weil er selbst dafür sorgen will, dass es geht. Viele Menschen versuchen, dich klein zu halten, um selbst erfolgreich zu werden. Viele Menschen versuchen auch einfach deshalb, dich klein zu halten, weil sie selbst nicht bereit sind, den Preis zu bezahlen und es nicht mit ansehen können, dass du wächst und erfolgreicher wirst.
Wenn du dabei Unterstützung brauchst, ist das Beste natürlich, dass du nicht nur Unternehmer und Berater hast, sondern dass du auch Coaches hast, die auf deine Wortwahl, auf deine Gedanken auch einen Fokus haben und vor allen Dingen dir dabei helfen, dich davon zu befreien. Deshalb lade ich dich jetzt gerne ein zu einem kostenfreien Erstgespräch. Du kannst den Gutschein gerne über unsere Website herunterladen bzw. direkt in der Firma anrufen. Du kannst den Film jetzt mit einem Daumen hoch versehen, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg in die mentale Freiheit. Und danach resultiert die echte Freiheit. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.